Mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften ist am Dienstagnachmittag ein verunglückter Waldarbeiter bei Schlierbach gerettet worden. Forstarbeiter waren gegen 16 Uhr in einem Waldgebiet mit Baumfällarbeiten beschäftigt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde von einem 24-jährigen Waldarbeiter eine bereits gefällte Buche durchgesägt. Da der Baum vermutlich noch etwas unter Spannung stand, bewegte er sich zur Seite und klemmte das Bein des Mannes ein. Die Situation sah dann so aus, dass die Arbeiter selbstständig ihren Kollegen befreit haben. Dann war die Aufgabe von der Feuerwehr primär die, dass man die Erstversorgung im Rettungsdienst durchführt und schaut, da der Patient 400 Meter im Wald vom nächsten Feldweg lag, dass man den gemeinsam Rettungsdienst aus dem Wald rettet. Dies gelang den Einsatzkräften schließlich auch. In der Nähe des Waldstückes wurde der 24-Jährige schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen.